Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun die Kollegin Tabea Rösner das Wort. Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei der Forschungsagenda für den demografischen Wandel lohnt es sich, wirklich zweimal hinzuschauen. Auf den ersten Blick erscheint es absolut logisch und sinnvoll, dass wir uns in der Forschung mit den Folgen einer Gesellschaft des längeren Lebens beschäftigen. Der demografische Wandel führt nicht nur dazu, dass die Bevölkerung Deutschlands in den nächsten Jahrzehnten schrumpft oder bunter wird. Nein, vor allem wird sich der Altersaufbau massiv verändern. Die gesellschaftspolitischen Folgen werden beträchtlich sein, und wir müssen deshalb planen, wie sich die verschiedenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereiche des Landes auf die Alterung, auf das längere Leben vorbereiten können. Und dann schaue ich mir die Agenda noch mal genauer an, sehe die Forschungsvorhaben, und dann habe ich ein Déjà-vu nach dem anderen. Denn das, was Sie uns da als neuen Vorstoß in Sachen Demografiepolitik verkaufen wollen, ist nichts anderes als alter Wein in neuen Schläuchen. Viele dieser Forschungsvorhaben laufen schon seit Jahren, und nur jetzt wurde schnell alles, was auch nur annähernd irgendwie thematisch passte, vom Bildungsministerium zusammengeklaubt, mit neuen Etiketten versehen, und manches der Projekte ist schon kein alter Wein mehr, sondern längst Essig. Und das alles nur, um von einem Fakt abzulenken. Der demografische Wandel ist längst da, und Sie haben dazu einen Demografiebericht. Sie haben eine Forschungsagenda, Sie haben demnächst möglicherweise sogar eine Strategie, aber eines hat die Bundesregierung nicht, einen Plan. Schlüssige Konzepte gäbe es genug, auch von Ihren eigenen Institutionen. Ein Beispiel: Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung hat im Rahmen des Aktionsprogramms MORO zahlreiche Handlungsansätze erarbeitet. Zur Infrastruktur, zur öffentlichen Daseinsvorsorge und. Alles inklusive Empfehlungen, wie gesetzliche Rahmenbedingungen verändert werden müssten. Und anstatt diese Konzepte umzusetzen, gibt es jetzt noch ein MORE-Aktionsprogramm, diesmal zur regionalen Daseinsvorsorge. Dessen Empfehlungen können Sie dann umsetzen oder auch, wie bisher, eben nicht. Sie drehen sich da doch gewaltig im Kreis. Sie haben auch im Jahr 2012 noch immer keine Leitplanken gesetzt, wie Sie den demografischen Wandel zusammen mit den Ländern und mit den Kommunen steuern wollen. Wissen Sie, wonach Sie wirklich einmal forschen sollten, wo der Handlungs- und Gestaltungswille dieser Bundesregierung geblieben ist? Hier in der Demografiepolitik ist er jedenfalls nicht zu finden. Insofern strengen Sie sich da ein bisschen mehr an. Vielen Dank.